Ja, hallo. Heute sind wir hier, weil wir uns überlegt haben, dass wir vielleicht doch mal ein bisschen erklären müssten, was Dissoziation ist, warum, was das heißt, System zu sein und alles sowas. Also es ist sozusagen ein bisschen, also niederschwellige Kritik an uns herangetragen worden, dass man bei unserem ersten Video ja erstmal reinläuft und denkt, hä, was, wieso, was ist denn das eigentlich? Und wenn ich keine Ahnung von der Thematik hätte, dann wüsste ich jetzt gar nicht, was das hier soll. Und dann haben wir uns überlegt, okay, eigentlich wollten wir das nicht machen. Wir wollten eigentlich nicht so großartige Erklärbär-Videos machen. Jetzt läuft es aber irgendwie doch darauf hinaus und es ist ja auch vielleicht gar nicht so verkehrt, euch erstmal so ein bisschen Grundlagen zu geben, wie man viele wird, wie man, was das alles ist und so weiter und so fort. So, dann haben wir uns vorbereitet, wir haben ganz viel Text geschrieben, Himmel. Tatsächlich sind das hier irgendwie 5 Seiten, glaube ich, die wir vorbereitet haben, um einfach erstmal aus dem Kopf heraus das aufzuschreiben, um ein Konzept zu kriegen, um, ach Gott, ja, irgendwie eine Reihenfolge reinzukriegen, was wir so erzählen müssten, was es braucht und die ganze Struktur halt einfach irgendwie aufgeschrieben. So, der Plan war, wir machen uns dann ein paar Stichpunkte und wir können uns dann daran erinnern, ne? Was haben wir da geschrieben? Und wo wir jetzt dabei sind zu erklären, das ist eben auch so eine Sache, die gehört jetzt zu uns, vielleicht gehört die auch zu anderen Dis-Menschen, keine Ahnung. Deswegen fange ich jetzt einfach mal relativ improvisiert an, weil das einfach, es macht mich fertig. Man merkt das so im Alltag überhaupt nicht, wisst ihr? Wir haben das alles vorbereitet, wir können Stichpunkte haben und das habe ich auch gemacht. Und jetzt stehen hier, also zumindest haben wir das vorhin versucht, wir haben dann hier anhand der Stichpunkte versucht zu überlegen, ob wir das dann erinnern können, wisst ihr? Erinnern können, was wir dazu eigentlich erzählen wollten. Und da das alles ja, was wir runtergeschrieben haben, auch aus diesem Kopf irgendwie rauskam, wäre es logisch gewesen, dass man das irgendwie anhand der Stichpunkte so wieder strukturieren kann. Es hat sich jetzt aber irgendwie dummerweise herausgestellt, dass wir das gar nicht können. Das überrascht uns jetzt total, weil weil man das sonst nicht mitkriegt. Man kriegt das im Alltag nicht mit. Man kriegt nicht so richtig mit, was man nicht auf dem Schirm behält. Und okay, man merkt manchmal so, ja, eigentlich würde ich jetzt gerne was erzählen. Ich habe irgendwie nur noch grob im Kopf, ah, das war irgendwie doof, aber überhaupt nicht mehr. Warum? Die ganze Geschichte drumherum, alles weg. Ne? Und jetzt ist das halt genau so. Und man versucht sich händeringend daran zu erinnern, was da eigentlich irgendwie, was wollten wir eigentlich sagen? Und immer wieder ist das weg. Ich habe also keine Ahnung. Und deswegen wird dieses Video jetzt, dummerweise, weil wir das einfach nicht anders hinkriegen, wir werden das hier mehr oder weniger nachverfolgen anhand unserer Notizen. Wir werden immer wieder hier runter gucken, das werdet ihr vermutlich merken, und immer wieder auf unsere Notizen schauen, was jetzt eigentlich dran kam, was wir zu den jeweiligen Stichpunkten sagen wollten, wie, welche Beispiele wir hatten, bla 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 bla. Anders wird es nicht funktionieren. Wir haben es versucht und es wird nicht funktionieren. Und ja, so ist das jetzt halt einfach. Und deswegen versuchen wir das jetzt, ja, genauso mit diesen Notizen. Und dann fangen wir einfach mal an. Also, haben aufgeschrieben, wir wollten jetzt irgendwie mal erklären, wie wird man überhaupt viele? Und das beinhaltet dann jetzt ein paar Beispiele, es behandelt so ein bisschen, was dafür passieren muss und so weiter. Ich sage euch jetzt erstmal allen, vor allen Dingen, die irgendwie selbst betroffen sind und so. Wir gehen nicht inflationär mit Triggerwarnungen um. Wir werden jetzt hier nicht in jedem Video und an jeder Stelle irgendwie warnen, von wegen, ho, seid vorsichtig und sonst irgendwas. Ihr wisst, das hier ist ein Video, Blog, Tagebuch, whatever, das dieses Thema behandelt, dass das da immer wieder mal schwierig werden kann. Das wisst ihr vermutlich selber und jeden triggert irgendwas anderes. Das ist mal ganz klar. Und deswegen
ist es uns zu viel, ganz ehrlich gesagt, ist es uns zu viel, jedes Mal drauf aufzupassen, bei jedem Wort zu überlegen, könnte das jemanden triggern, könnte dies triggern, könnte jenes triggern und so weiter. Wir verlangen von euch und wir erwarten von euch, dass ihr auf euch selber aufpasst, okay? Wir werden Beschreibungen einfügen unter jedes Video, was so im Groben drin vorkommt. Dann könnt ihr euch das vorher noch mal kurz angucken und dann entscheiden, kann ich mir das angucken, kann ich mir das nicht angucken, ne? Und ansonsten irgendwo, keine Ahnung, entweder da oben oder da oben, irgendwo in eurem Fenster, wo ihr mich jetzt seht, gibt es ein kleines X. Dann macht ihr das zu, wenn ihr das nicht mehr ertragen könnt und schaut es irgendwie später oder. Okay? Also passt auf euch selber auf. Das wollen wir, diese Verantwortung wollen und werden wir nicht übernehmen. Denn wie gesagt, jeden triggert irgendwas anderes. Das geht gar nicht anders. Schau mal, selbst bei manchen. Manchen Videos von anderen Systemen zum Beispiel, die passen vielleicht auch mehr auf, was Trigger angeht und so weiter. Aber es ist wirklich so individuell. Ich kenne halt einfach eine Serie, wo Leute, und das machen Menschen einfach so gerne, das betrifft uns so häufig, die sitzen da und schnipsen mit den Fingern. Und es triggert uns so dermaßen weg. Und hey, who cares? Es weiß einfach keiner, ja? So, es ist so individuell und da, ich kann nicht auf alles aufpassen und genauso wenig können andere auf alles aufpassen, was mich triggern könnte. Und deswegen, hey, keine Triggerwarnungen hier. Ihr seid gewarnt. Ja, also ganz ehrlich, ihr seid gewarnt. Damit muss jetzt auch mal gut sein. So, dann fangen wir jetzt mal irgendwie an. Was ist eine dissoziative Identitätsstörung? Hier haben wir schon den ersten Punkt, weil Störung. Sorry, Störung ist ein doofes Wort. Das klingt irgendwie nach Krankheit. Ich sehe die Dis nicht als Krankheit an. Es ist eine dissoziative Identitätsstruktur. Finde ich okay. Ja, da bleibt das S erhalten. Es ist eine Anpassungsleistung. Es ist eine normale Reaktion auf eine unnormale Umgebung, um eine Familie, whatever, wo auch immer man da konfrontiert wurde mit Trauma. Denn genauso ist es. Die Dis ist, wie auch posttraumatische Belastungsstörung, hat vermutlich jeder schon mal gehört, eine Traumafolgestörung. So, und dafür muss eine Menge Gewalt passieren. Und Gewalt kann irgendwie erstmal alles sein. Da komme ich gleich nochmal zu. Wichtig, um eine Dis zu entwickeln, ist, dass die Gewalt von 0 bis zum 6. Lebensjahr ungefähr passiert sein muss. Muss, auch doofes Wort, egal. Ja, weil nach dem 6. Lebensjahr ist die Identität, diese Persönlichkeit von einem Kind so weit gefestigt, dass keine Dis mehr entstehen wird, also zumindest keine voll ausgeprägte Dis mehr. Da kann sich vielleicht irgendwas dissoziieren, wie in jedem Alter, wenn einem irgendwas Schreckliches passiert. Aber es wird keine voll ausgeprägte Dis mehr werden. Wenn man das erstmal angefangen hat, dieses Abspalten, dieses Persönlichkeiten entwickeln, wie man das auch immer nennen will, dann passiert das auch später noch. Aber bis zum 6. Lebensjahr muss man damit quasi ungefähr begonnen haben. Das sagt zumindest die Fachwelt und ich denke, das wird auch so einigermaßen passen. Also diese Gewalt, die kann so ziemlich alles sein. Psychisch, physisch, eben auch sexuelle Gewalt oder so ein destruktives Umfeld. Es gibt ja auch Familien, die, ja, wo viel Alkohol eine Rolle spielt, wo man im emotionalen Kühlschrank aufwächst, ja, weil sich irgendwie keiner um das Kind wirklich kümmert und Liebesentzug und alles Mögliche und auch sexuelle Gewalt, das sage ich jetzt mal ganz dringend, ist nicht unbedingt das, wo jeder gleich denkt, so, ja, das kann ja nur praktisch die Vergewaltigung sein. Das ist tatsächlich nicht so. Es gibt keinen harmlosen Missbrauch, es gibt kein bisschen Missbrauch, weil es ist alles, es kann alles schlecht sein. Ja, auch nur mal, willst du mal gucken oder willst du mal anfassen, ist genauso sexuelle Gewalt wie die Vergewaltigung am Ende. So.
So, und diese Traumata, die sorgen dafür, dass das Kind Teile von sich abspaltet. Also sie hält dann, dieses Kind hält die Traumata im Alltag aus dem Bewusstsein fern, also Hauptsache weg. Nehmen wir mal ein Beispiel. Also nehmen wir mal wirklich das klassische Beispiel. Das Kind ist sexueller Gewalt durch den Vater ausgesetzt und sagen wir mal, der schleicht sich nachts ins Zimmer, um, naja, eben Dinge zu tun, die irgendwie nicht okay sind, die man mit seinem Kind vielleicht besser nicht tun sollte. Und das Kind weiß gar nicht, wohin damit. Es erlebt schreckliche Dinge, es erlebt massive Gefühle, die kann das nicht einordnen. Dieses Kind weiß einfach gar nicht, was hier eigentlich zum Henker los ist. Und es kann es nicht verarbeiten. Da kommen so viele Gefühle, Schmerzen, Scham, Schuld, wird einem ja auch immer wieder gerne eingeredet dann von diesen Tätern. Ekel, Verwirrung, alles Mögliche, alles, was dieses Kind, weil es ist nun mal ein Kind, das kann es noch gar nicht verarbeiten, das kann damit nicht umgehen. Und naja, das wird dann halt einfach weggehalten, weil am nächsten Morgen, es ist, wie es ist, muss dieses Kind aufstehen, es muss vermutlich in den Kindergarten, in die Schule oder sonst irgendwas, es muss sich an den Frühstückstisch setzen und funktionieren. Es muss halt eben irgendwie genau das aushalten können. Als wäre nichts gewesen. Alle sitzen am Frühstückstisch und frühstücken und wenn es ganz dumm läuft, dann sagt das Kind vielleicht sogar noch irgendwas, weil ja auch vielleicht, wenn es gut läuft, Mama mit am Tisch sitzt und dann wird alles abgewiegelt. Ja, komm, Kind, du hast schlecht geträumt und oh mein Gott, du hast so eine Fantasie und so weiter. Da wird ja auch die Wahrnehmung des Kindes nochmal völlig in Frage gestellt und ja, ein Kind glaubt nun mal auch gerne das, was, also es muss die Sachen glauben, die die Eltern dem Kind sagen. Anders geht's nicht. Das ist völlig normal. Ja. Und das ist so eine große Leistung des Gehirns, ja, die Erlebnisse dieser Nacht oder wann auch immer das passiert ist, einfach so weit abzuspalten und aus dem Kind, aus dem Alltagsbewusstsein rauszuhalten, damit das irgendwie weiter funktionieren kann. Es kann trotz allem in den Kindergarten gehen und es kann auch die Beziehung, ja, also Missbrauch ist ja auch ein Bruch in der Beziehung von Menschen, wo das Kind abhängig ist. Faden verloren. Das muss es aushalten können. Völlig den Faden verloren. Das funktioniert im Grunde genommen nur, wenn dieses Kind sich nicht bewusst an die Nacht erinnern kann. Und deswegen wird das halt dann abgetrennt und in verschiedene Persönlichkeitsanteile aufgespalten. Zum Teil auch einfach in so vielen Clustern aufgespalten, je nachdem, wie schwer diese Gewalt auch war, dass alle Sinnesqualitäten, die irgendwo mal dazugehörten, also Berührungen, Gerüche, jedes einzelne Gefühl und jedes einzelne Geräusch irgendwie nochmal alles separiert werden kann. Das kann tatsächlich passieren und es wird alles so aufgespalten, so weit, bis das Kind das ertragen kann. Ja, das ist einfach so. Ich bin Somalia und ja, ich sag euch gleich, normalerweise stellen wir uns nie vor, niemals in normalen Gesprächen oder auch in der Therapie oder sonst irgendwas, wenn wir wechseln, wir stellen uns nicht vor. Das wäre total verrückt. Nur für euch machen wir das jetzt. Und wie ihr seht, machen wir das auch nicht immer. Na, ich bin auf jeden Fall so eine von denen, von diesen Kindern, die missbraucht worden sind, denen irgendwas passiert ist und die da was aushalten mussten. Ich bin so ein Mädchen. Auch wenn ich mich vielleicht nicht so anhöre wie ein Mädchen, aber es ist einfach so. Na, und ich war eben so eine von diesen, man sagt dazu, emotionale Persönlichkeit. Ich finde das total gaga, aber ist egal. Ich war dort und ich war eine von denen, die das dann aushalten musste. Immer wenn er irgendwie angepisst war und wenn er sich abreagieren musste, dann war ich da. Es gab auch noch andere Mädels und auch noch andere Jungs, die da irgendwas aushalten mussten und
Und eine davon war eben ich. Und ich war im Alltag nie dabei, lange nicht dabei. Ich wusste überhaupt nicht, dass es überhaupt noch irgendwie sowas wie Alltag gibt. Für mich war das eine Aneinanderreihung von Situationen, wo der Alte irgendwie schlechte Laune hat, wo er sich irgendwie angepisst gefühlt hat. Der hatte ja auch nicht den Mumm dazu, sich irgendwo da draußen zu äußern. Wenn er an einer Fleischtheke übergangen worden ist oder sich jemand vorgedrängelt hat, dann hat er ja seine Fresse nicht aufgekriegt. Aber zu Hause, da hat er dann seine Fresse aufgekriegt. Und dann war ich irgendwas zwischen, Miep. Ich zensiere das jetzt mal selber, Stück oder Punching Ball und gerne auch mal beides gleichzeitig. Und dann, wie gesagt, ich wusste nicht, dass es noch einen Alltag gibt und ich habe mich über die letzten 10 Jahre, glaube ich, erst weiterentwickelt. Naja, ganz gut eigentlich. Moki sagt zumindest, ich wäre ziemlich zahm geworden. ja, ist so. Bin ich wahrscheinlich auch, weil am Anfang war ich ein ganz schönes Arschloch, auch zu den Leuten von uns hier, weil. Ich konnte damit nicht umgehen. Ich war so angepisst. Eigentlich bin ich immer angepisst. Damit komme ich auch klar. Wisst ihr, ich bin hier wahrscheinlich diejenige, die mit Wut am besten klarkommt und die auch eigentlich die ganze Zeit Wut empfindet. Und naja, gut, das sieht man mir auch an, weiß ich. Und sagt mir nach, wenn ich da bin, wird die Milch im Kühlschrank sauer. Ja, ist so. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Ja, auf jeden Fall. Jetzt gucke ich gerade mal selber, was irgendwie hier Thema sein sollte. Naja, wie gesagt, ich war so eine und erst in der Schule, irgendwann bin ich aufgetaucht in der Schule, als diese ganze Mobbing-Scheiße losging oder als sie so akut war, dass sie auch auf uns eingeprügelt haben. Ich glaube, da bin ich irgendwie angetriggert worden oder so und dann habe ich auch zurückgeschlagen und habe dann irgendwann gemerkt, huch, ja, das ist irgendwie ein Mädchen und da habe ich jetzt zurückgeschlagen. Ja, ist auch nicht so cool, stehe ich auch zu. War nicht so cool, aber ich habe es ja gar nicht gerafft. Ich habe gar nicht gerafft, was da ist. Und irgendwann kam dann auch die Zeit, wo ich auch mal versucht habe, was zu verraten, weil so ein Lehrer auf mich eingegangen ist, hängengegangen. Warum bist denn du so scheiße? Warum bist denn du so scheiße, weißt du? Und dann habe ich es irgendwann gesagt, ja, mein Daddy fickt mich. Warum sollte ich sonst so scheiße sein oder was? Weil irgendwie, keine Ahnung, ist mir so rausgerutscht. Auf jeden Fall hat das Gott sei Dank keine Konsequenzen gehabt. Und ja. Irgendwie habe ich ja deswegen die Leute hier beschützt. Das verstehe ich jetzt. So viele Jahre danach, so viele, viele, viele Jahre danach verstehe ich, dass ich die Leute hier beschützt habe, weil ich unter ihm drunter lag und immer nur da war. Ja, wenn er Bock drauf hatte, wie auch immer. Und tja, komme mit dieser Wut besser klar. Das war es eigentlich auch schon. Ich beschütze die Leute hier mittlerweile. Ich habe mich verändert. Ich habe auf unseren Leuten lange rumgehackt, weil ich es nicht verstehen konnte, warum die jammern, obwohl die nie irgendwas erlebt haben, wisst ihr. Und mittlerweile bin ich eine von denen, die Moki das letzte Mal erwähnt hat. Also eine von zweien oder zweieinhalb, was sie gesagt hat, die hier beschützen, die auf die Sicherheit achten und so weiter. Ja, wer hätte das gedacht? Hey, ich bin jetzt Security. Ho. Und das mache ich auch in der Therapie zum Beispiel. Da bin ich nicht so gerne gesehen, zumindest in der letzten Zeit nicht. Da hatten wir so eine Probetherapeutin. Oh Gott, ey, leck mich am Arsch. Die war dann auf dem Trip so, ja, mir gefällt ihr Ton, ich hätte tete. Und hat halt einfach nicht gerafft, was ich da sagen will, weil wenn irgendjemand Scheiße baut, egal ob das eine Tera ist oder sonst irgendjemand um uns herum, ich sag meine Meinung und ich sag, was Scheiße ist. Ich habe da kein Problem mit. Ich habe auch kein Problem mit vulgärer Sprache. Manche von uns würden die Worte nicht mal anlecken, die ich in den Mund nehme, aber ey, irgendjemand muss es ja tun. Und Gott sei Dank ist so jemand wie Moki stolz darauf, dass ich das kann und dass ich überhaupt wage, es zu sagen, weil die meisten hier würden das nicht tun. Die würden dann mi, 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 mi machen, weißt du, und würden dann, ja, das Ego der Therapeuten streicheln. So, ja, nee, die wird schon recht haben, die wird schon, ne, die hat ja studiert und die weiß es ja besser als ich und diese ganze Scheiße. Und das sehe ich einfach nicht ein, weil das haben wir viel zu lange gemacht und dann grätsche ich dazwischen und dann sage ich einfach, was Sache ist. Und ja, gerade die letzte Therapeutin meinte dann mal wieder so, ne, mir gefällt ihr Ton nicht und man müsste mich ja erstmal erziehen, weil ich ja so dysfunktional bin und so
böse, fies und gemein vermutlich, dass man mich erstmal erziehen müsste, damit man mit uns Therapie machen kann. Wisst ihr, alle, naja, gut, alle nicht, das ist gelogen. Die meisten hier sind froh darum, dass überhaupt mal jemand sagt, was Sache ist. Und gerade Moki ist froh, dass es überhaupt hier jemand kann und das Wie ist erstmal völlig egal. Mag sein, dass mir die Feinabstimmung fehlt. Ich könnte das vielleicht auch noch lernen, netter zu machen, aber es ist mir eigentlich scheißegal, wie ich das sage. Weil wenn ich was sage, dann meine ich das auch so. Und ja, Erziehung komme ich nicht mit klar. Leck mich am Arsch, bei Erziehung kriege ich sowas von definitiven Kotzreiz, weil erzogen worden bin ich schon genug. Ja, nee, wirklich. Und da bin ich echt, also ich fand's richtig mega geil, weil Moki dann gesagt hat, nee, wenn sie mit uns nicht arbeiten wollen, weil Somalia so ist, wie sie ist, dann lassen wir das am besten gleich bleiben. Und boah, Hut ab. Naja. Von daher ist es im Grunde genommen jetzt eigentlich meine Schuld, dass wir keine Therapie haben. Aber ja, nee, ich hätte meine Fresse auch nicht halten können. Also entweder, ne, ich halte meine Fresse oder ich lasse mich erziehen, damit ich ein besseres Mädchen werde. Boah, ich könnte kotzen, wirklich. Ich könnte hier, hast du mal einen Eimer, ehrlich. Nee. So, und weil wir jetzt schon so schön schlecht ist von der Vorstellung allein, naja, ist auch egal. Ich verpiss mich dann wieder. Tschüss. Ja, okay. Hi. Das war jetzt ein bisschen plastisch geschildert. Okay, aber jetzt habt ihr einen Eindruck. Ich habe nicht 100% mitbekommen, was Somalia jetzt alles gesagt hat. Im Grunde genommen sind wir schon, wir sind ja ein Team. Das ist, glaube ich, klar geworden. Hatte ich auch letztes Mal gesagt, dass wir schon so gewisse Teams haben. Ja, jetzt hat sie da auch mal aus ihrer Sicht was gesagt, genau, sie ist eine unserer Beschützerinnen und das war sie auch schon immer. Und genauso funktioniert das Ganze, sich ja aufzuspalten, um klarzukommen, um zu beschützen, um damit das Kind weitermachen kann. Ich denke, so ungefähr dort waren wir. Ich könnte es jetzt nicht beschwören. Ja, ich schaue mal kurz auf meine Notizen, wo ich war, was ich jetzt vielleicht noch. Ja, ich blätter mal um. Für uns ist nochmal ein Wort problematisch und zwar, oh mein Gott, wie nennt man dieses System? Wie nennt man die im Einzelnen? Es ist so schwierig, weil ich mag das Wort Persönlichkeiten nicht so richtig. Ich mag das Wort Anteile schon dreimal nicht. Ich weiß nicht, Ego, alter Ego, was auch immer man da benutzen kann. Irgendwie gefällt mir alles davon nicht. Für uns sind es einfach Leute, es sind Menschen. Jeder einzelne von uns ist Mensch. Ja, das ist nicht nur ein Anteil und den man vielleicht am besten noch ignorieren kann oder sowas. Ja. Deswegen Leute, ichs und so weiter. Ich verliere schon wieder den Faden. Es tut mir so leid. Je mehr Trauma passiert, umso mehr Anteile, Persönlichkeiten, ichs, ne, wie man auch immer das nennen will, die werden sich genau daraus formen. Je unterschiedlicher die Situation ist, umso unaushaltbarer die ist und umso heftiger und massiver die Gewalt ist, die da einwirkt, umso mehr Anteile, umso mehr Ichs werden dann am Ende auch abgespalten, pro Person, pro Situation und auch, ja, es wird dann eben von Barrieren, von dissoziativen Barrieren nennt man das, voneinander getrennt. Ich hatte da ein ganz doofes Beispiel. Wenn ihr als Normalmensch, sag ich jetzt mal, euren Müll nicht rausbringt. Ja, ihr wollt euren Müll und in diesem Kontext könnte man jetzt sagen, das ist unser Seelenmüll, ja. Man kann den nicht rausbringen, man weiß gar nicht, wohin damit. Ich fange an, kleine Häufchen daraus zu machen, baue eine kleine Mauer, ich nehme ein bisschen Zement, ein paar Steine und mache da ein bisschen eine Mauer drum. So, und das mache ich mit jedem Müllhaufen, mit jedem Müll, der irgendwie aufkommt und habe irgendwann ein ganzes Zimmer voller kleiner oder größere Häufchen, die da eingemauert werden. Und
Damit ist das ja nicht weg, ne? Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr in eurer Wohnung, man sieht es nicht, aber unter Umständen riecht man es. Und das fängt an zu gären und zu stinken und irgendwann fangen an, Steine aus diesen kleinen Mauern rauszubröckeln. Und es plumpst einen vor die Füße und man weiß gar nicht, oh Gott, ne, das habe ich aber schon ewig nicht mehr gesehen. Oh Gott, ich wusste gar nicht. Oh Gott. Ja, also, so ungefähr kann man sich das vorstellen. So macht das Gehirn das mit diesen Traumata eben auch. Es baut Mauern drumherum, damit man irgendwie weitermachen kann. Das ist einfach ein Überlebensmechanismus. Und es ist ja auch nochmal ganz wichtig, weil das Kind alleine kann sich nicht helfen. Es ist einfach noch zu klein. Es ist existenziell abhängig von diesen Menschen um sich herum, die ihm vermutlich wehtun oder andere schlechte Dinge tun. Es muss sich also irgendwie anpassen, weil es sonst nicht überleben wird. Und ja, es ist einfach niemand da, der dem Kind hilft. Also möglicherweise gibt es drumherum noch Menschen, die helfen könnten, die es aber nicht tun, die nicht zuhören wollen, die aus egoistischen Gründen einfach nichts tun. Ja, die vielleicht selber abhängig sind von ihrem Partner, die ihre eigene Lebenssituation nicht auf die Reihe kriegen, die vielleicht selber irgendwie krank sind, psychisch oder so auf irgendeine Art und Weise. Die wollen halt einfach, ja, die wollen es halt einfach nicht wissen, weil mir kann man nicht erzählen, dass eine Mutter zum Beispiel nicht mitkriegt, dass der Vater sich da nachts oder wann auch immer in das Zimmer des Kindes schleicht. Spätestens im Verhalten des Kindes, so ein Kind verändert sich ja dann auch, ja. Dass man das nicht mitkriegt als gute Mutter, ja, ist für mich unglaubwürdig. Als gute Mutter würde man es mitkriegen und als gute Mutter würde man handeln. Nur es tun so viele nicht und deswegen ist dieses Kind auch auf sich allein gestellt. Und so viele im Außen, jetzt irgendwie Kindergärtner, Erzieher, Lehrer, sonst irgendwas, Nachbarn, wie auch immer, man fragt sich so oft, warum hat denn niemand was getan? Aber in einer Gesellschaft, wo sich jeder selbst der Nächste ist oder wo es auch irgendwie heißt, so, ja, das ist, ne, was geht mich fremdes Elend an? Ich mische mich da nicht ein. Da ist so ein Kind allein. Es wird sicherlich Signale geben, die dieses Kind aussendet. Es wird vielleicht sogar irgendwas relativ traumanah sagen, irgendwann, wenn irgendwo mal der Zeitpunkt gekommen ist. Aber die Leute hören nicht zu. Weil sie nicht zuhören wollen, weil sie glauben, oh, ja, und dann heißt es wieder zu viel Fantasie oder, ne, wenn man sich dann an die Eltern wendet, die werden immer eine Ausrede finden. Von daher mein Appell an die Menschen draußen, lieber einmal mehr hinsehen als einmal zu wenig. So. Jetzt gehen wir so ein bisschen auf die Körperchemie ein, sozusagen. So ein Diese Traumata werden dann nicht ins biografische Gedächtnis integriert, ja? Das ist in diesen Situationen, wo irgendwas Schlimmes passiert, da ist das normale biografische Gedächtnis überhaupt nicht aktiv. Das ist die Amygdala, habt ihr vermutlich schon mal gehört, und die ist halt zuständig für Feuer, Feuer, Alarm, 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 Alarm. Und ja, das ist dann sozusagen der menschliche Reflex. Ja, diese Amygdala wird umschalten auf Kampf, Flucht oder Todstellreflex. Und wenn Kampf und Flucht nicht in Frage kommen, weil so ein Kind nun mal ausgeliefert ist, es kann nicht kämpfen. Wie denn auch? Und es kann nicht fliehen. Wohin? Und deswegen wird dieser Todstellreflex in den meisten Fällen aktiviert werden. Und es wird einfach nur irgendwie versuchen zu überleben und auszuhalten und diese Sachen, die da passiert sind, zu dissoziieren, weil etwas anderes einfach nicht geht. Da ist ja auch so viel Adrenalin im Körper und so viele Botenstoffe. Es kann sich nicht in das Gedächtnis, in das normale biografische Gedächtnis integrieren. Wir werden auch noch mal einen kleinen Link in die Beschreibung setzen, sozusagen, wo ihr das dann auch noch mal im Einzelnen genauer nachlesen könnt. Das werden wir jetzt nicht machen. Also wir werden sicherlich hier nicht ewig lange und ewig viele dieser Art von Videos machen, die irgendwas erklären sollen vom Ursprung an, von Adam und Eva. Denn wir erwarten einfach auch von euch, ihr könnt alle Suchmaschinen bedienen, ihr könnt alle, ne, ihr habt alle mindestens einen Finger, der funktioniert.
um eure Geräte zu steuern, um ins Internet zu gehen, denn schließlich könnt ihr mich auch sehen. Und dann könnt ihr das selber nachlesen. Und das erwarte ich dann auch von euch, wenn es euch interessiert, denn ich bin nicht euer Erklärbär. So. Es gibt Menschen, die sagen, je schlimmer ein Ereignis war im Leben eines Menschen, umso weniger ist es möglich, das zu vergessen. Ganz klar, wir reden hier nicht von normalen Vergessen. Wir vergessen nicht, sondern wir dissoziieren. Das ist eine völlig andere Gehirnfunktion. Und es gibt auch Menschen, die sagen so, was nach so und so vielen Jahren, bei dem einen früher, bei dem anderen später, ins Bewusstsein kommt und angeblich ja nur nach diesen Leuten eine späte Erinnerung ist sozusagen. Das kann auf keinen Fall echt sein und das ist es aber. Denn fachlich ist es mittlerweile ja auch bewiesen, dass das Gehirn anders arbeitet und dissoziiertes Material, das aus den Tiefen deines Kopfes, aus den Tiefen des Bewusstseins hochgespült wird, aufgrund von irgendwelcher Auslöser oder weil einfach die dissoziativen Barrieren irgendwann anfangen zu bröckeln, weil keine dissoziative Barriere perfekt ist, nicht auf ewig. Und wenn diese Sachen hochkommen in Form von Flashbacks oder Intrusionen oder in Form von Ichs, ja, von anderen Innenpersönlichkeiten, die dann nach außen kommen, deswegen mag ich das Wort Innenperson nicht, weil es verändert sich ja, wenn eine Innenperson nach außen kommt, ist sie dann noch eine Innenperson? Nein, aber das war jetzt wieder fernab. Und wenn diese Anteile und diese Persönlichkeiten dann anfangen, Dinge zu erzählen und wenn die Sachen in Form von Flashbacks hochkommen, dann kann das echter nicht sein, weil das meiste davon so eingefroren ist, wie es passiert ist. Also es kommt sozusagen eins zu eins. Wo hinterher die Täuschung passieren kann und wo ein Fehler passieren kann, ist die Sachen, dass man die Sachen vielleicht falsch zuordnet. Ja, es kann also sein, dass man einen Flashback hat und sich mit diesem Flashback sozusagen an eine Misshandlung erinnert und in diesem Moment durch diesen Flashback die ja auch so erlebt, als würde sie jetzt geschehen. Das lässt sich nicht mehr trennen, ob das jetzt ne, 10 Jahre her ist oder nicht. In diesem Moment ist dieses vor 10 Jahren jetzt. Es lässt sich nicht mehr unterscheiden. Und das ist dann genauso abgespeichert. Und wo der Fehler passieren kann, ist zum Beispiel, man erinnert sich eben an diese Misshandlung und hat aber gar kein Gesicht dazu, zum Beispiel. Oder nur Fragmentstücke sozusagen. Nur diese Schmerzen, nur dieses, nur jenes. Und es gibt keine ganze Erinnerung. Es gibt nicht diese eine Erinnerung an der war das. Das Gesicht taucht möglicherweise in den Flashbacks gar nicht auf. Und dann kann man natürlich Fehler machen und sagen, ja, das kann ja nur Papa gewesen sein. Es gibt Therapeuten, die suggestiv arbeiten, die das vielleicht nahelegen. Das sollten sie auf keinen Fall tun. Ja, nahelegen ist immer schlecht, weil entweder kommt der Rest irgendwann auch als dissoziiertes Material hoch, als Flashback oder sonst irgendwas. Vielleicht taucht irgendwann das Gesicht des Täters dabei auf, vielleicht auch nicht. Es ist tatsächlich auch möglich, dass man seine gesamten Erinnerungen nie zurückbekommt, dass man nie ein vollständiges Bild legen kann. Ich sage immer, wir fühlen uns so, als würden wir ein 10.000 Millionen Teile Puzzle legen, ohne jemals das Ausgangsbild gesehen zu haben. Ja, also man puzzelt, man puzzelt, man weiß am Ende gar nicht, was sollte dabei eigentlich herauskommen und wo kann dieses kleine Puzzleteil jetzt eigentlich hingehören. Das ist schwierig und auch schwierig dabei. Natürlich unterlaufen einem da Fehler. Man macht Fehler bei der Einordnung und irgendwann kommt was anderes hoch und man merkt so, oh, okay, das gehört aber vielleicht irgendwie ganz anderswo hin. Dann ist es ja aber auch kein Problem, das zu verbessern.
Ja, also das ganze Bild nochmal umzustellen, das passiert uns eigentlich sogar regelmäßig, dass man denkt, oh, da war aber noch das und das passt vielleicht eher besser hierhin. Und vielleicht machen wir auch dabei wieder einen Fehler und irgendwann in ein paar Monaten oder ein paar Jahren sieht das Bild schon wieder anders aus. Wer weiß. Was allerdings auch passieren kann, ist, dass man ja diese Erinnerung kommt. So wie sie ist, eins zu eins. Da sind eben auch Täuschungen, die die Täter vielleicht eingebaut haben. Die sind da drin mit enthalten. Und das bedeutet nicht, dass man sich täuscht, weil wenn man zum Beispiel einen Flashback hat, wo ein Alien einen missbraucht, ja, dann denkt man sich erstmal, hier, das kann ja gar nicht wahr sein. Also ich habe jetzt völlig einen Appel, ich glaube, ich muss mich einweisen, keine Ahnung, wie ich das jetzt sagen soll. Auf jeden Fall fühlt man sich dann ziemlich irre, wenn sowas kommt. Aber diese Täuschungen, die die Täter absichtlich gemacht haben, die sind dann da drin enthalten. Und ja, man muss dann halt einfach gucken. Wer war der Täter in dem Kostüm? Vielleicht erfährt man das nie. Aber vielleicht auch doch. Ne? Da können Fehler passieren und das ist natürlich eine Schwierigkeit. Dazu werde ich euch auch nochmal ein Buch empfehlen. Das schreibe ich auch nochmal in die Beschreibung rein. Da gibt es ein hervorragendes Buch von Gabi Breitenbach und dieses Buch heißt, jetzt muss ich nachgucken, Innenansichten dissoziierter Welten extremer Gewalt. Ja, die hat also diesem Thema von. Ist das möglicherweise falsch, was ich erinnere? Ist das möglicherweise falsch, was, ne, an Flashbacks hochkommt und so weiter? Die hat ein ganzes Kapitel in einem sowieso grundsätzlich guten Buch geschrieben und ich kann dieses Buch wirklich nur empfehlen, gerade eben auch den Leuten, die gerne Zweifel äußern. Wo wir bei den Zweifeln sind, gibt es auch noch zum Beispiel die False Memory Foundation. Da will ich gar nicht großartig drauf eingehen. Das sind Menschen, die behaupten, dass Menschen wie wir mit dissoziativen Störungen grundsätzlich falsche Erinnerungen beschreiben, die irgendwie verfälscht wurden, dass keine Erinnerung jemals 100% abbildet, dass es halt einfach alles falsch sein kann. Das kann niemals wahr sein. Solche Dinge behaupten sie, weil ne? Kann ja nicht sein. So, jetzt muss man dazu aber auch sagen, dass die False Memory Foundation von Tätern gegründet wurde. Vorrangig von Leuten, die Menschen, denen Gewalt passiert ist, unglaubwürdig dastehen lassen wollen und vorrangig tatsächlich sogar als allerersten Grund ging es dabei, glaube ich, sogar um deren eigenen Kinder, die irgendwo etwas erzählt haben, was früher passiert worden ist, super, die irgendwie erzählt haben, was mal passiert ist und die sie unglaubwürdig dastehen lassen wollten. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also da stehen Leute hinter, die ein berechtigtes Interesse daran haben, Menschen wie uns dumm dastehen zu lassen. So, es gibt dann tatsächlich auch mittlerweile noch eine Riege von Menschen, die nennen sich die Skeptiker. Ja, da gibt es eine Reihe von Leuten, die ein gutes, großartiges, publikumswürdiges Auftreten haben. Die machen Videos, Podcast und machen mittlerweile tatsächlich leider, leider, leider auch Vorträge zu dem Thema, dass rituelle Gewalt, so wie wir das beschreiben, niemals passiert sein kann. Und ich bin immer wieder entsetzt, wie eine spezielle Frau es schafft, ihre individuelle Meinung zu einem Thema zu verbreiten. Und diese als Fakt dastehen zu lassen. Sie hat da eine Meinung, das ist okay, die darf sie gerne haben, aber sich dann hinzustellen und zu sagen, wir haben recht, weil wir haben ja niemals Beweise gefunden. Aber alles, was wir beweisen könnten, das zählt ja nicht. Und da hat sie ein unglaubliches Talent für und ich bin immer wieder entsetzt, weil auch gestern sind wir wieder auf einen Podcast gestoßen, der relativ neu ist und ja, wir waren schon nach ein paar Minuten dermaßen getriggert von dem, was dort gesagt wird und wie lustig sich darüber gemacht wird,
Ja, dass diese rituelle Gewalt in einem so großen Ausmaß ja niemals existieren kann, weil bla bla bla. Und wir waren dermaßen getriggert, dass da sogar ein kleinerer Zusammenbruch von uns stattgefunden hat. Und das möchte ich euch jetzt gerne mal kurz einblenden, was dann, weil es einfach auch zeigt, wie, ja, was bei uns eben auch los ist, wenn wir nicht hier relativ, muss man ja tatsächlich sagen, relativ strukturiert sitzen und euch irgendwelche Dinge erzählen, ja, weil das, was ihr hier seht, bildet ja nie unseren gesamten Alltag ab und auch nie unsere gesamte Funktion. Das hier ist ja nicht Alltag, ja. Und das Video möchte ich euch jetzt gerne kurz einblenden und dann machen wir auch weiter. Nicht mehr ertragen, ich kann es nicht mehr ertragen, ich kann es nicht mehr ertragen. Es gibt nur Absagen, es gibt nur Absagen von dem Bund, die keine Zeit haben, weil keine Zeit, weil es zu viele sind, weil es zu wenige Therapeuten sind und die wenigen, die sich damit auseinandersetzen wollen, die haben halt einfach keine Zeit und ich sitze hier und ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr. Oder lese ich solche Sachen wie so eine Scheiße. Ein Forum, die eine Auftrittsbühne dafür kriegt, damit sie verbreiten kann, dass sowas wie ritueller Missbrauch nicht funktioniert. Und ich möchte einfach nur noch kotzen. Glaubt ihr das? Ich möchte einfach nur noch kotzen. Dieses an den Haaren herbeigezogene Scheiße, die mit zig Millionen Wissenslücken und die mit irgendwelchem Scheiß ankommen, weshalb das alles nicht wahr sein kann, weil sie, keine Ahnung, weil sie irgendeinen Scheiß-Satanisten getroffen hat, der zahm ist wie ein Lamm und die alles invalidiert, was wir erlebt haben. Und dann gibt es 1.000 Millionen Leute da draußen, die dem glauben und wir sitzen hier mit der ganzen Scheiße. Mit der ganzen Scheiße, die wir durchhaben. Und dann kommt jemand da lang und sagt, ja, das kann ja alles nicht sein. Und ich glaub's einfach nicht. Man kämpft gegen Windmühlen, man kämpft gegen die Scheißbehörden, man kämpft gegen Leute, die Unwahrheiten verbreiten, die meinen, sie wissen es besser, sie haben die Wahrheit mit den Schöpfgeldern aus einer Scheiß Großküche gefressen und ich glaub's einfach nicht. Versteht? Ja, und deswegen möchte ich einfach auch da lassen, lasst es euch gesagt sein, rituelle Gewalt existiert. Ob ihr daran glauben wollt oder nicht, ob ihr an das Ausmaß glauben wollt oder nicht, an weltweite Verschwörungen oder nicht. Ich finde auch gerade so Sachen wie QAnon sind eher dazu geeignet, Menschen wie uns lustig zu machen, sind eher dazu geneigt, alles so weit in einen Topf zu werfen, dass es so unglaublich wird. Unglaubwürdig, glaube ich, ne? Was habe ich gesagt? Damit es so unglaubwürdig wird, dass, ja, QAnon ist für mich keiner, der irgendwie aufklären will, sondern einer, der lächerlich machen will. Und deswegen ist das auch für mich kein Thema, weil da wird, also eine liebe Freundin hat mal gesagt, der Teufel arbeitet mit 98% Wahrheit und 2% Lüge. Und auf die 2% Lüge werden natürlich alle so aufspringen, dass sie sagen, alles andere, ne, die ganze gesamte Wahrheit, die sonst noch nebendrum steht, die, ja, die kann ja dann auch nicht wahr sein. Ha, 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 wie lustig. Sieht man gerade auch sehr in sozialen Netzwerken. Ich bin immer wieder getroffen davon, wie sich Leute über Kindesmissbrauch lustig machen können, weil dieser ja angeblich nicht existiert. Ja, aber solche Menschen wird es immer geben. Das kümmert mich
Nicht, würde ich gerne sagen, ist leider nicht wahr. Es kümmert mich sehr wohl und es entsetzt mich und ist auch ein Grund, weswegen wir das hier machen. Wir können natürlich Menschen, die partout nicht an Gewalt und an schlimme Gewalt glauben wollen, überzeugen. Können wir nicht. Ihr dürft gerne eure eigene Meinung haben. Schade, muss man dann aber auch sagen, wenn ihr nicht bereit seid zu akzeptieren, dass schlimme Gewalt wirklich existiert. So, bewiesen werden kann zumindest eins, dass ein Gehirn dissoziiert und dass ein Gehirn mit einer Dis anders funktioniert und ganz andere Areale angesprochen werden. Das ist super, super, super interessant. Das kann mittlerweile ja sogar per MRT nachgewiesen werden. Hierfür setze ich euch auch einen Link in die Beschreibung. Das ist die Forschung von Yolanda Schlumpf in der Schweiz. Die hat da sehr viele Studien zugemacht, sehr interessante Sachen herausgefunden und auch man kann sogar teilweise MRTs Bilder sehen, die beweisen, welche Areale jetzt, die hat dann wirklich Betroffene von Dis in dieses MRT gesteckt und versucht darzustellen, wie eine Alltagsperson auf dies und das und jenes reagiert im Gehirn und wie eine emotionale Person, die also noch näher am Trauma dran ist, darauf reagiert. Großartig, ganz, ganz interessant. Könntet ihr euch auch mal ansehen. So, und jetzt habe ich schon viel gequatscht. Was steht eigentlich noch auf meinem Zettel? Ich bin teilweise dann doch ziemlich abgewichen und habe mich irgendwie ein bisschen verheddert. Ich hoffe, man merkt es nicht so sehr. Genau, am Ende des Liedes steht dieses aus dem Bewusstsein fernhalten. Das funktioniert in der Regel ganz gut. Abgesehen von dem, was wir schon angesprochen haben, abgesehen von Flashbacks. Das ist halt eben wirklich, da wird etwas hochgespült aufgrund von einem Trigger und man erlebt das wieder und wieder und wieder. Also genauso wie Albträume eigentlich der Versuch vom Unterbewusstsein sind, etwas zu verarbeiten, was aber nicht verarbeitbar ist. Ja, deswegen kommen die Albträume auch gerne immer und immer, immer wieder. Genauso ungefähr funktioniert das auch mit Flashbacks. Das Gehirn reagiert auf einen Schlüsselreiz, der auf irgendeine Art mit diesem Trauma verknüpft ist und man rutscht in diesen Flashback rein und erlebt das wieder. Und das Gehirn versucht wieder das zu verarbeiten und das einzusortieren als da ist was sozusagen und es schafft es wieder nicht. Dazu braucht man Hilfe, im Bestfall gute Traumatherapie. Und auch solche Flashbacks können auch so weit aufgefächert sein, dass das nicht die gesamte Situation betrifft, sondern auch einzelne Sinnesqualitäten können Flashbacks sein. Also ich habe einen bestimmten Geschmack im Mund, ich höre wiederholt ein Geräusch, ich sehe nur irgendwas, ich empfinde irgendwas, ich empfinde auch nur emotionale Flashbacks gibt es, indem man hängen bleibt als und die sind schwer zu identifizieren, weil man einfach irgendwie im Jetzt so reagiert, als würde so ein Trauma passieren und man ist emotional irgendwie völlig nicht im Hier und Jetzt. Und das ist tatsächlich auch was, was Menschen wie uns im Alltag fast mit am meisten belastet. Natürlich kommen da auch so diese Amnesien dazu, diese Alltagsamnesien, die man hat, so was habe ich eigentlich gerade gemacht oder ne? Man kriegt unter Umständen nicht mal mit, was die rechte und was die linke Hand tut. Es läuft alles so ein bisschen gestückelt aneinander vorbei, genauso wie wir uns jetzt nicht, auch nicht mit Stichworten grundsätzlich daran erinnern können, was wir eigentlich erzählen wollten. Ich würde mir das Stichwort anschauen, wie schon gesagt, und weiß dann aber auch gar nicht mehr, obwohl ich diese Stichpunkte gemacht habe und ich vielleicht diesen Text geschrieben habe und es ist trotzdem nicht mehr da und es ist für uns manchmal auch so schwer zu identifizieren, wer ist eigentlich jetzt gerade hier und wer von uns in welcher Kombination, wer ist noch im Co-Bewusstsein, wer steht daneben und das ist zum Beispiel ein Thema, das wollen wir euch das nächste Mal versuchen ein bisschen näher zu bringen, selbst wenn wir das selber noch nicht so richtig verstehen. Wir wissen also in einem gewissen Alltagsmodus oft nicht genau, wer ist wer und wer ist wo und wer erzählt jetzt eigentlich gerade. Und das könnte ich jetzt für dieses Video zum Großteil auch noch nicht sagen.
Ich weiß, Somaya war da, ich, Moki war da. Wer angefangen hat, ich hätte eine Ahnung, könnte es aber auch nicht beschwören, weil, ja, es ist schwer. Aber da gehen wir dann das nächste Mal darauf ein. So, wenn ihr selber im Netz recherchiert, dann bitte ich euch, seid ein bisschen kritisch. An manchen Stellen steht auch viel Unsinn über die Diss. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie in den Kommentaren. Wir versuchen darauf einzugehen. Und wenn viele Fragen kommen, versuchen wir auch noch mal ein Video dazu zu machen. Das war jetzt das Erklärbär-Video 1. Und dann könnt ihr, ja, wenn wir Glück haben, dann seid ihr jetzt ein bisschen schlauer. Wenn wir Pech haben, seid ihr nur verwirrter, je nachdem, wie gut wir das jetzt hier gemacht haben. Ich habe manchmal Probleme, mir vorzustellen, wie es ist für Menschen, die sich das jetzt anhören, die einfach noch null Ahnung davon haben. Für mich ist das selbsterklärend. Ich weiß darüber Bescheid. Das ist wie so ein Arzt, so ein Chirurg, der schneidet einfach auf, der macht seine Sache und würde beim Erklären vermutlich 10 Millionen Dinge vergessen. Ja. Großartig viel erklären wollten wir ja nicht. Wir wollen uns hier vorrangig selbst zeigen. Wir wollen auch darstellen und auch zeigen, dass jede Diss anders ist. Jedes System ist anders. Es ist einfach eine sehr individuelle Sache. Selbst wenn Zwillingen dasselbe Trauma widerfahren würde, dieselben Situationen, sie hätten am Ende nicht genau dasselbe System. Also es ist sehr individuell. Es hängt auch mit Charakter, mit Konstitution zusammen und so weiter und so fort. So jedes System ist ein bisschen anders. Man kann überall Parallelen finden, natürlich in anderen Systemen, und das finden wir auch toll, weil man sich dann auch mit vielen Dingen nicht mehr so alleine fühlt. Und ja, das war es im Grunde genommen. Wir zeigen hier unseren Ausschnitt. Bedenkt bitte dabei immer, das ist nie das Gesamtbild, was wir hier zeigen, weil das, was wir hier machen mit Videos, ist einfach nicht Alltag. Ihr erlebt uns so nicht in einem Alltagsmodus. Und ja, das solltet ihr bedenken, bevor ihr anfangt, weil es auch eben da draußen Menschen gibt, von wegen, ach ja, das sieht ja aus wie bei Split, weil das ist geschauspielert und so weiter. Nein, ist es nicht. Wir für uns wissen natürlich, dass so wie wir hier sind, sind wir. Es ist ein Teil von dem, was wir sind, was wir hier zeigen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr weiter dabei bleibt. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen, und dieses Video geht schon verdammt lange. Also deswegen wirklich herzlichen Dank fürs Zuschauen bis zum Ende. Das schaffen auch nicht viele. Also, bis dann, bis bald, auf Wiedersehen.